das ist wirklich, also was mich manchmal so aufregt, schau dir das an, was manche unserer Kunden schicken für die Flutopfer, das ist eine Frechheit. Heckler und Koch hat Wasserpistolen geschickt. Das ist doch geschmacklos, von das Gleiche. Wirklich wahr, es ist unfassbar. Amazon zum Beispiel, den Restposten von Charlotte Roach Feuchtgebiete, also wir sind sie nicht, charmant. Wirklich wahr. Also wir haben schon Kunden, oder? Na, also wisst ihr, was mich fertig macht, was mich richtig sauer macht? Ja, du siehst im Fernsehen, schaust du die Bilder von der Flutkatastrophe und plötzlich sind wir wieder eine Solidargemeinschaft und das ist schön. Da organisieren sich Helfer über Facebook, fremde Menschen spenden für wildfremde andere Menschen und wir freuen uns, dass noch Empathie in uns steckt. Aber es gibt immer wieder ein paar Arschlöcher, die meinen, sie müssten mit dieser Katastrophe ein Geschäft machen. In Dresden zum Beispiel, da wurden in einem Baumarkt die Preise für Sandsäcke verdoppelt. In Passau wurde in einem Supermarkt die Preise für Mineralwasser erhöht, weil sie den Flutopfern das Trinkwasser gesperrt haben. Irgendwelche abgehalfterten Schlagertypen, die bieten Benefits nur an, um irgendwie ihr neues Single zu promoten. Und Fernsehreporter stehen blöd im Hochwasser rum, faseln irgendwas von einer braunen Brühe und bedauern, dass wir wörtlich seit gestern einen halben Meter Wasser verloren haben, wo er doch auf die Scheitelwelle gewartet hat. Ist er doch gesagt, so, wie ist denn die Scheitelwelle, musst du sehen, die war doch gerade noch da, die Scheitelwelle, die wollte er leiden. Ja, seine Zuschauer präsentieren. Und weil die Scheitelwelle nicht kommt, dann hält er den Betroffenen ein Mikrofon unter die Nase und fragt sie peinlich, wie geht es Ihnen denn? Ja, wie soll es ihm gehen? Er hat gerade seine Hütten weggeschwappt. Mensch, Meier, ich warte auf den Tag, an dem die ersten Eventreisen erfunden werden in Katastrophengebiete. Verstehst du, mit reservierten Gafferplätzen in der ersten Reihe mit Promi-Begleitung und als Giveaway gibt es dann ein Küsschen von Sylvie van der Vaart und eine wasserfeste Wimperntusche dazu. Das ist wirklich...